Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es neue Gigant Kapitel Review und zwar zu Kapitel 23. Das geht auch ja, mit dem Aftermath quasi weiter. Mittlerweile ist herausgekommen, wer der riesige nackte Gigant war, nämlich Papiko. Das hat man dann schnell erkannt. Das ist auch ihr alles geleakt, aber heißt geleakt. Sie hat sich ja nicht verändert, sie ist einfach nur größer geworden. Wie gesagt, dass sie eine Porn-Darstellerin ist, etc. Das macht jetzt jedenfalls im Internet und auch natürlich in den Nachrichten die Runde. Und natürlich wird der Schaden, den sie im Kampf angerichtet hat, natürlich auch immer wieder thematisiert. Jedenfalls ruft sie dann auch mal den Yoko an, der befindet sich gerade in der Schule und der hält sich mal wieder so ein bisschen mit Brilli. Den haben wir ja die letzten Kapitel überhaupt nicht mehr gesehen. Finde ich aber auch nicht sonderlich schade. Aber gut, der hat auch mal wieder zwei Seiten Screentime oder so. Gut, der Brilli, aber jetzt auch nicht wirklich was Wichtiges. Und ja, der Yoko bekommt dann den Anruf. Und natürlich macht sie sich sofort auf den Weg zu Papiko. Ja, die heult so ein bisschen rum, ja, weil sie vermutlich viele Menschen verletzt und getötet hat und macht sich da so ein bisschen Vorwürfe. Das Ganze hält aber nicht lange, weil wir dann tatsächlich erstmal eine Sexszene haben, die sogar ziemlich lange ist zwischen ihr und Yoko und auch die ist gut geworden. Die anderen Sexszenen, die wir hatten, die waren alle ziemlich langweilig und lahm, aber auch die ist gut geworden. Also, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, die passt da jetzt nicht so wirklich rein. Die wirkte etwas komisch. Aber gut, sie sah zumindest gut aus. Und es war eine wirklich gute Sexszene über ein paar Seiten verteilt. Gut, Yoko übernachtet dann noch mehr oder weniger bei Papiko. Und am nächsten Morgen sagt er, ja, okay, gut, scheiße, ich muss wieder nach Hause. Ich bekomme zu Hause sowieso dann schon genug Ärger. Und macht sich dann auch auf den Weg zurück nach Hause. Und dann klingelt sie jedenfalls wieder an der Tür bei Papiko und sie denkt, okay, vielleicht hat der Yoko da noch irgendwas vergessen oder so. Aber nein, davor steht die Polizei, so ein Inspektor. Und ja, damit endet das Kapitel mit einem richtig klasse und interessanten Cliffhanger. Es wurde schon mal so ein bisschen was angekündigt, dass da jetzt, wo die Polizei und so und irgendwelche Sondereinsatzkommandos aufmerksam sind, ich weiß nicht, ob hinter den Polizisten noch bewaffnete Leute stehen, ist ein Inspektor und ein ja, Gehilfe oder anderer Inspektor. Jedenfalls, wie ja Papiko, ja, ich denke mir erstmal nur Fragen stellen wollen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass vielleicht auch noch direkt bewaffnete Leute mit angerückt sind, denn schließlich weiß man ja, wozu Papiko in der Lage ist. Übrigens, Mochi sehen wir auch ein paar Mal, der ist niedlich wie eh und je. Auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr gutes Kapitel. Also Oku hat den Dreh jetzt wirklich raus, muss ich sagen. Das ist jetzt das fünfte oder sechste Kapitel in Folge, was gut ist. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, aber ja, Gigant macht sich wirklich. Klar, hier und da gab es ein paar so langsamere Stellen, die haben aber nicht gestört, weil wir am Anfang hatten wir was und wir hatten auch wirklich einen interessanten Cliffhanger, was vor den ganzen Kapiteln mit dem Gott der Zerstörung nicht gegeben war. Und auch als der Gott der Zerstörung auftauchte, war jetzt halt nicht so ein großer Cliffhanger gegeben, aber mittlerweile wird es halt immer interessant und die Story rückt immer mehr in den Vordergrund und wird immer wichtiger. Leute vermuten auch, dass die Riesen, also dass diese Kämpfe da nichts mit der Seite Ete zu tun haben. Was natürlich, ich denke mal, wir sind uns alle einig, Ete hat was mit diesen Monstern und den Großwellen zu tun. Aber natürlich die Presse sagt, nein, das Ete und das hat steht nicht im Zusammenhang. Wieder da werden wir, denke ich mal, auch noch demnächst drauf eingehen. Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Gigant macht sich wirklich. Ich habe auch das Gefühl, die Zeichnungen werden etwas besser und es werden nicht mehr so viele Fotos verwendet. Gut, es werden immer noch Fotos verwendet, klar. Da sieht man auch an der einen Stelle wieder sehr gut, wo der Yoko draußen ist, aber ich habe das Gefühl, es lässt da auch so ein bisschen nach mit den Fotos. Wir hatten oft einen Gebietswechsel und es geht halt wirklich voran, wie gesagt. Es ist halt nicht mehr so langweilig und ätzend wie die Kapitel davor. Nachher will ich sagen, hier haben wir jetzt wirklich gute Kapitel, wie gesagt. Und man kann wirklich auch zufrieden sein. Ich bin schon sehr gespannt, wie es im nächsten Kapitel weitergeht. Ob die Polizei Papiko festnehmen will, ob sie ihr nur ein paar Fragen stellen will. Und was dann noch alles passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht Papiko erstmal mitnehmen.
irgendwie einsperren oder so, oder irgendwie auf dem Polizeipräsidium sie befragen. Und dass dann plötzlich wieder ein Monster auftaucht. Wir wissen ja nicht, in welchem Zeitraum das alles passiert, wie oft Ete da was macht. Vielleicht passiert auch gar nichts und wir bekommen dann demnächst mal mit der DVD zu sehen. Oder also bleibt, vielleicht befragen sie Papiku nur zu Hause oder so. Oder vielleicht wird irgendwie auch alles aufgeklärt. Wie gesagt, kann alles Mögliche passieren. Und ich bin jedenfalls gespannt, wie es jetzt in Gigant weitergeht. Ein gutes Kapitel, 5 bis 6 gute Kapitel in Folge. Hätte ich nicht gedacht, aber ich glaube, man kann sagen, Oku ist jetzt wirklich wieder richtig zurück und liefert uns doch noch einen guten Manga ab. Zwar nicht einen super Manga, das wird garantiert kein zweites Ganz, aber ich glaube, Gigant hat schon noch die Chancen, doch ein recht guter Manga zu werden. Und ja, wie gesagt, mal schauen, wie es dann weitergehen wird. Und ja, damit ist alles im Kapitel gesagt. Mehr, wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.